Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Forager! Wir haben die Feuerspitzhacke. Ich weiß nicht, was ich jetzt genau machen will. Ich weiß nicht mehr, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Ich will auf jeden Fall dieses Mal, da ihr mir ein paar Tipps gegeben habt, weil ich die Videos auch hochgeladen hatte vom Stream, was auch ganz gut ankommt, hätte ich nicht gedacht. Ich habe das jetzt auch zum ersten Mal gemacht, dass ich streame und dann irgendwie nochmal die Videos dazu hochlade. Und da wurden mir ein paar Tipps gesagt, zum Beispiel, dass ich überall diese Brücken hinbauen soll, weil ich dann einfach viel mehr Platz habe überall. Und das ist ein sehr guter Plan und deswegen mache ich das jetzt einfach. Wird jetzt vielleicht ein bisschen langweilig, aber auf diesen Brücken kann man halt auch Sachen bauen. Und das ist mega gut. Wie viel Holz haben wir denn eigentlich? Steht das irgendwo? Nee, ne? Während man baut, ist das nix. Ich habe noch nichts Richtiges gegessen heute, aber das passt schon. Geh kaputt, du komische Kohle. Ja, Leute, habt ihr gestern hier, wie heißt das, der SDS geguckt? War ja Finale gestern. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht so viele geguckt haben. Vor allem diese YouTuber-Leute, also die auf YouTube immer gucken, die sind sowieso immer so unterwegs. Nee, Fernsehen ist doof, das gucke ich nicht. Fernsehen ist langweilig. Und dann auch noch RTL. Was? Geht ja gar nicht. Wie kann man nur RTL gucken? Mann, Dizzy, bist du ein Vollidiot. Ich muss sagen, das war auch eine der wenigen Staffeln von DSDS, die ich jetzt endlich mal wieder geguckt habe. Und ich fand sie nicht so schlecht, tatsächlich. Ist halt seichte Unterhaltung. Und irgendwie hat auch der Beste gewonnen. Das ist ja auch nicht so natürlich bei DSDS. So, ja, ich wollte hier weiter die ganzen Dinger bauen. Am Anfang wird das jetzt noch ein bisschen langweilig sein. Da können ja die Leute reinkommen und was weiß ich. Klack, klack, klack. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall eine gute Idee, wenn man hier überall diese Brücken hin tut. Dann kann man nämlich einfach überall hinlaufen. Und, wie gesagt, kann man da auch neue Gebäude draufpacken. Und das ist halt mega gut. Wieso haben wir eigentlich so viel Holz? Eine Brücke kostet halt auch nur 3 Holz. Wir können einfach fast 20 Brücken? Nee, was? Wie viele? 3 Holz? 2. Ich kann nicht rechnen. Bin ich blöd? Wenn. Hä? Ich kann. Warte, warte, warte. Eine Brücke kostet 3 Holz. 500 durch 3. Und, okay, 150 oder so können wir bauen. Meine Güte. So, wir verhunzen jetzt einfach unsere LGBT-Insel ein bisschen. Sieht nicht so ganz hübsch aus, wenn hier jetzt überall diese Dinger sind, aber das passt schon. Ach, man kann nicht auf den Regenbogen bauen. Null. Das ist ja unlogisch. Aber gut. Nee, geht nicht. Guck, jetzt können wir hier einfach rüberlaufen. Und wenn wir irgendwas darauf bauen können, zum Beispiel so einen Ofen, dann könnte da auch draufstehen. Ist schon mega gut, würde ich sagen. Muss man halt aufpassen, dass man die nicht irgendwie kaputt macht. Denn Discord sagt, ich soll kommen und Hallo sagen. Also mache ich das. Ja, hi, Nachtforelle. Du heißt gar nicht, du bist Shazen. Wieso heißt du hier Nachtforelle? Log dich gefälligst auf deinen Shazen-Account ein. Ja, dann danke fürs Hallo sagen und dann bis zum nächsten Mal, ne? Ja, Leute, müsst ihr mir mal sagen, was wir jetzt als nächstes machen sollen. Ich könnte noch ein paar Inseln freischalten, also genug Geld habe ich dafür auf jeden Fall. Ich will auch gleich nochmal die Rätsel angucken, da habt ihr mir auch ein paar Tipps gegeben. Keine Spoiler, aber zumindest Tipps. Möchte ich gleich auf jeden Fall nochmal probieren, Stufe 22, sehr nett. Und ja, mal gucken. Vielleicht könnt ihr mir auch helfen bei den Aufgaben. Letztes Mal konnte mir da keiner helfen. Fand ich ein bisschen schade. Aber vielleicht seid ihr eher schlauer als ich und meine letzten Zuschauer. So, ich glaube, das langt erstmal an Brücken, oder? Wir können natürlich noch die eine Insel mit dem alten Mann hier voll blockieren, weil die ist so komisch. So, da noch. Und dann langt das, glaube ich, erstmal. Oder haben wir noch irgendeine komische Insel? Oh, viel angenehmer, hier einfach überall rumzulaufen. Sieht jetzt nicht so ganz hübsch aus mit diesem ganzen Holz hier auf dem Wasser. Aber ist okay. So, das hier war ein Rätsel. Da wurde mir gesagt, ich soll mich außerhalb des Dungeons einmal umgucken. Und ich habe da auch gerade schon was gesehen. Oben bei den Fenstern, da ist so eine Anzeige. Und die bedeutet wahrscheinlich, welche man anzünden soll, oder? Welche man mit Strom versorgen soll. Worum geht's in dem Spiel? Pff, gute Frage. Das ist ein Survival-Spiel. Das ist so ein bisschen wie Minecraft, nur dass man halt nicht seine eigenen Sachen baut. Du baust Sachen, du verbesserst Sachen. Es ist irgendwie auch ein Idle-Spiel. Es gibt Dungeons, es gibt... Du kannst ein Farmer werden. Warte, das können wir eigentlich auch mal machen. Wir haben ja hier Setzlinge, die uns gar nichts bringen. Warte, warte, warte. Wir hatten noch irgendwo... Warte, 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 warte. Ich zeig's dir. Hier, wir haben hier im Tresor, haben wir ja noch diese komischen Samen, warum auch immer ich die da reingetan habe. Dann können wir hier richtig geil mit unserer, ja, mit der Schaufel hier Sachen machen und dann können wir da die Samen reintun und dann sind wir ein geiler Farmer. Blub, 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 blub.
Was sagt er? Wenn die Feldfrüchte bewässert könnte, würden sie viel schneller wachsen. Tja, ich habe leider keine Gießkanne. Was soll ich jetzt tun, hä? Hä? Ja, und jetzt bin ich ein Farmer. Man ist also alles gleichzeitig. Man kann farmen, man kann in Dungeons gehen. Das ist so eine Mischung aus Stardew Valley, Terraria und Zelda. So hat der Entwickler das zumindest beschrieben. Und die ist eigentlich ganz witzig. Aber ich bin immer noch relativ am Anfang. Weil ich habe immer noch keinen einzigen Dungeon gefunden, wo irgendwie mal stärkere Gegner drin sind. Ich habe nämlich auch gesehen, es gibt Bosse und so einen Kack in den Dungeons, aber davon habe ich noch nichts mitbekommen. So, und das hier war auch noch ein Rätsel. Da habt ihr mir auch verschiedene Sachen gesagt bei diesem Rätsel. Einmal, dass man da wohl irgendwas aus einem anderen Dungeon braucht, irgend so einen Stab. Was eigentlich schon voll der Spoiler ist. Aber jemand anderes hat zum Beispiel auch noch gesagt, dass das Ding hier unten ja aussieht wie eine Uhr. Diesen Hinweis hier. Und dass man dann das Teil anschlagen muss, wie auf einer Uhr. Also erst um 3 Uhr, das müsste hier so sein, dann 7 Uhr, das müsste hier unten so ungefähr sein. Zack. Und dann nochmal um 2 Uhr, was auch hier oben irgendwie sein müsste. Ja. Gut. Ich glaube, das war falsch. Ich glaube, da müssen wir wirklich irgendwie so einen Stab da finden und dann das Ding hier anmachen. Oder passiert irgendwas, keine Ahnung. Können wir auf jeden Fall jetzt, glaube ich, noch nicht machen. So, und jetzt gucken wir das nochmal an. Wie soll man sich das denn merken? Bleibt das dann im Dungeon so, wie man es hinterlassen hat? Und da ist die Frage, ob man die anzünden soll, die da über dem Fenster angemarkert sind, oder die frei sind. Man weiß es nicht. Wir schauen nochmal kurz rein hier. Danke, Nachtforelle, und bis später. Okay, es bleibt hier nicht so. Man muss sich das wirklich merken, wie es draußen an der Wand ist. Das ist ja richtig lame. Stimmt, ich hatte auch noch was. Ich glaube, Wolfi war das, wo du auch gerade da bist. Hallo, Wolfi. Du hast gesagt, dass ich coole Flügel bekommen hat, oder? Von der Fee? Die müssen wir uns natürlich angucken. Oh, wir haben Knochenflügel und Feenflügel. Leute, welche soll ich nehmen? Die Knochenflügel sehen knochig aus. Dann sind wir so ein... Wie heißen die? Von Death Note? Nicht Origami. Wieso schwirrt mir gerade Origami im Kopf? Wie heißen die Dinger aus Death Note? Fuck. Ich habe hier sogar so eine Figur von dem. Die Todesgötter. Bitte helft mir. Sonst muss ich kurz im Manga nachgucken. Ein Todesgott Ryuk. Da steht auch nur Todesgott drauf. Wie dumm ist das denn? Shinigami. Danke. Danke, Wolfi. Okay, ihr wollt die Feenflügel? Dann kriegen wir die Feenflügel. Ja. Die sehen voll lächerlich aus. Aber man kann ja gar nicht fliegen damit. Aber ich finde die Knochenflügel auch ganz cool. Aber die Feenflügel passen schon besser. Haben wir noch einen anderen Körper? Nö. Gut, dann sind wir jetzt ein Fisch mit Feenflügeln und einem Zylinderkopf. Finde ich auch gut. Shinigami war der Name. Da habe ich mir neulich auch die Mangas nochmal geholt. Zumindest die ersten beiden Bände. Weil bisher kannte ich da nur den Anime zu. Apropos Anime, Leute. Was für Animes guckt ihr gerade? Ich bin gerade am Sword Art Online 2 gucken. Das habe ich vor 2 Jahren oder so schon mal angefangen. Fand allerdings die ersten beiden Folgen blöd und habe es dann aufgehört. Aber jetzt muss ich sagen, wo ich es nochmal angefangen habe, finde ich das eigentlich ganz nett. Jetzt wo... Ist das schon ein Spoiler? Wo Kirito in die neue Welt reingegangen ist. Und ja, jetzt ist das irgendwie alles ganz cool. Mag ich auf jeden Fall. So. Okay, ich mache hier wieder gar nichts. Ich laufe wieder nur hin und her und mache irgendwelche komischen Sachen. Wir kümmern uns jetzt mal kurz hier um das Rätsel. Ach nee, ich wollte noch was anderes machen. Ich wollte Essen machen. Weil mir mein Essen ausgegangen ist. Haben wir Fische? Nee. Shit! Okay, so langsam geht mir halt mein Essen wirklich aus. Essen. Dann müssen wir vielleicht doch mal die Reusen hier ein bisschen auseinandernehmen. Sonst fehlt mir halt immer Essen. Den einzigen Anime, den ich geschaut habe, ist Attack on Titan, echt. Also Death Note ist auch so ein Anfänger-Anime. Den solltest du dir auf jeden Fall auch mal geben. Also Leute, die eigentlich nichts mit Anime anfangen können, die mögen Death Note meistens trotzdem. Code Geass fand ich nicht so geil. Den habe ich auch aufgehört nach 12 Folgen oder so. Okay, oh Mann, ich mache hier mal gar nichts. So, warte, wir brauchen jetzt Fisch. Wir haben auf jeden Fall Fisch. Aber nicht so viele. Wir sollten uns vielleicht auch mal ums Farm kümmern, damit ich zumindest mal Brot herstellen kann. Aber das ist alles so anstrengend hier. Wie viel kostet denn zum Beispiel eine neue Spitzhacke? Sehr viel Plastik habe ich halt auch noch gar nicht. Na gut, dann lass mal kurz in die Skills reinschauen. Ihr könnt mitentscheiden, was soll ich nehmen, Leute. Brillanz, erhält 20% mehr EP. Klingt gut, dann kann man auf jeden Fall schneller aufsteigen. Aber ich glaube, es gibt noch bessere Sachen für uns gerade, ne? Mineralvorkommen finde ich nicht so geil. Feuerschalen weiß ich halt nicht, was das macht. Ich kann mir vorstellen, dass das so wie Dynamit fungiert.
dem Bild her zu urteilen. Dass man das dann an die Steine anbringt und dann explodiert alles drumrum. Bergbaulaser, ich glaube, den habe ich schon. Herstellung bei allen Gebäuden, Chance von 20% auf doppelte Items. Schaltet Fabriken frei. Technik, alle Gebäude sind um 25% schneller. Schaltet Droiden frei, das klingt gut. Und EMP-Granaten. Wozu gibt's denn hier EMP-Granaten? Kraftwerke. Blabla, das finde ich richtig blöd, dieser Kommerz-Ding. Verstehe ich auch nicht. Banken, das können wir noch freischalten, weil wir haben zwei Banken zumindest nebeneinander. Dann würden die schneller Münzen produzieren. Was macht OP? Leuchttürme. Finde ich alles nicht so geil, muss ich sagen. Also Maschinen finde ich ganz gut. Nee, nicht Maschinen. Hier die Technik finde ich, glaube ich, ganz gut. Weil diese Droiden scheinen interessant zu sein. Oder halt Mineralvorkommen. Aber Mineralvorkommen, da habt ihr mir ja letztes Mal schon gesagt, dass das einfach nur eine Mine ist, um die Steine drumherum gebaut werden. Dass man die quasi trotzdem noch abbauen müsste. Oder wir holen uns Kochen, damit wir immer Essen haben, weil wir gerade in Essensproblemen sind. So ein Kochtopf. Dafür braucht man dann halt auch Zutaten und die habe ich immer nicht. Ah, Qual der Wahl. Im Technik, danach kommt der Bergbaulaser. Okay, wenn du das sagst, dann nehmen wir Technik. Ja, fand ich auch ganz gut. Wegen diesen Droiden. Was auch immer das sein soll. Ach, diesen Laser hier meint ihr. Bergbaulaser verursacht doppelten Schaden. Guck, wir haben nämlich schon einen Bergbaulaser. Dadurch wird er nur stärker. Okay, und was sind jetzt diese Droiden? Kann man die auch bauen oder was? Da nicht. Da auch nicht. Da, guck, wir haben den Bergbaulaser schon. Hä, was ist denn dieses Droiden-Ding? Gar kein Plan. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Stahl. Dafür brauchen wir Eisen. Viel zu viel Eisen. Hälfte wählen. Finde ich gut. Dann packen wir hier nochmal mehr Eisen rein. Und dann können wir gleich auf jeden Fall Stahl herstellen. Und mit dem Stahl können wir dann ganz viele Bergbaulaser machen. Und dann automatisieren wir hier mal ein bisschen was. Guck mal, Madame ist wieder da. Will die noch irgendwas? Nö. Ach, ich dachte, die wäre jetzt für immer weg, weil wir ihr letztes Mal das Geld gegeben haben. Unser nettes Studentenlohn haben wir ihr gegeben. Dafür hat sie uns aber diese schönen Flügel gegeben, die wir jetzt hier ausgerüstet haben. Voll nett von ihr. Ich mag sie. Ja, ich werde gleich überall mal diese Backbow-Laser hinplatzieren, sobald wir die Stehldinger da haben. Und dann geht's uns erstmal, glaube ich, ganz gut. Wir leveln halt auch gerade relativ schnell, muss ich sagen. Mit dieser Feuerspitzhacke, die ist mega gut. So, ein bisschen Stahl zumindest. Eisenbarren. Wir müssen immer noch Stahl herstellen. 6 Stück, das langt für 2 dieser Bergbaudinger, oder? Ja. Gut, müssen wir kurz warten. Dann können wir ja in der Zwischenzeit nochmal kurz in den komischen Dings hier reingehen. Könnt ihr euch mal merken, wie ich das hier machen muss? Kann irgendjemand einen Screenshot machen und sagen, wo ich was aktivieren muss? Moment. Ich muss, glaube ich, mal selber kurz einen Screenshot machen. Oder ich muss mir das mal kurz aufmalen, was die hier von mir wollen. So, immer noch kein Plan, was ich da jetzt genau machen muss. Also über dem zweiten Fenster hier, falls ihr euch gewundert habt, was ich da gerade gemacht habe. Da stand das. Und jetzt müssen wir das hier irgendwie so machen. Jetzt ist aber die Frage, überall, wo ein Punkt war, die befeuern oder überall, wo ein X war, die befeuern? Ich glaube, überall, wo ein Punkt war. Machen wir das mal. Kann jetzt ein bisschen dauern. So, die zwei sind befeuert, dann die beiden hier müssen noch an. Das können wir auch mit dem hier machen, oder? Kann der? Ja, okay, der kann 3 befeuern. Der ist, glaube ich, schon mal richtig. So, ja, fertig. Und ob wir das wirklich richtig gemacht haben, sehen wir, wenn irgendwas passiert. Hä? War anscheinend falsch? Nee, war richtig. Okay, nice. Gleich 4 Kisten. Dann war das ja ein einfacher Dungeon. Money. Oh, wehe, da kommt nur Geld raus. Ich finde das so blöd, wenn man die ganzen Quests hier macht und da immer nur Geld rauskommt. Oh, ist das lame. Gib mir mehr als Geld. Oh, brauchen wir einen Schlüssel? Was ist das denn hier eigentlich? Guck mal, hier ist auch noch irgendwas. Achso, ein Stein. Und? Uralter Astronom. Löse das uralte Galaxierätsel. Oh, cool. Nur für jene, die schwierigsten Rätsel abschließen. Und wieder so einen netten blauen Stein. Die sind wenigstens nett. Ja, weiß ich nicht. Hat sich das jetzt gelohnt oder nicht? Mehr oder weniger.
Ich habe auch gesehen, es gibt richtig viele Skins. Guck mal, den haben wir jetzt ja auch abgeschlossen. Es gibt richtig viele Skins aus anderen Spielen. Und den Skin, den wir gerade haben, ist nämlich tatsächlich der Fisch aus Enter the Dungeon. Nee, aus Nuclear Throne. Aus Enter the Dungeon gibt es zum Beispiel auch noch ein paar Skins. Und es gibt auch diese Inklings von Splatoon. Die kann man freischalten und alles Mögliche. Das finde ich richtig witzig. Ich hoffe, davon kriegen wir auch noch irgendwas. Dann schauen wir doch mal. Was? Terraria-Schleim? Sieht auch witzig aus. Irrer Kultist. Wo hab ich die denn alle her? Plantera? Schneider? Hä? Ich habe ja richtig viele Sachen hier schon freigeschaltet. Eine Krone, ein Hasenohren. Astronaut, das haben wir, glaube ich, eben freigeschaltet. Spielkind. Ich habe wirklich gar nicht mitbekommen, wo ich das alles freigeschaltet habe. Cthulhu. Hollow Knight haben wir ja auch aus Shovel Knight, oder? Nee, aus. Doch, Shovel Knight ist das, ne? Wir nehmen mit den Astronaut. Kultist und Plantera sind aus Terraria. Okay, das erklärt's. Ich habe Terraria nie wirklich gespielt. Deswegen kenne ich das nicht. Hallo. Oh, du bist toll und wir lieben dich. Ich liebe dich auch. Immer noch. Ich habe übrigens vorhin aus Versehen einen so dieser Dinger hier angeschlagen, weil ich die Insel nochmal in hell brauchte für mein Thumbnail. Und ich zeige euch mal kurz, was dann passiert. Also sie sind ja jetzt noch ganz nett, aber wenn man sie einmal anhaut... Oh nein, wir lieben dich doch immer! Dann schreien sie hier so rum und alles Mögliche. Man könnte jetzt immer weiter anhauen, aber dann sterben sie und das will ich nicht. Die Insel ist zu nett. Die hören eigentlich gleich auf zu schreien, genau. Oh nein, sorry, ich wollte dich nicht angreifen. Oh Gott, ich gehe hier lieber schnell weg, sonst verletze ich die noch. Das ist nicht gut, wenn man die verletzt. Nie gespielt? Doch, ich hab's gespielt, aber nicht wirklich viel. Vielleicht 2 Stunden oder so? War nicht so meins. So eine PS4? Nee. Aber apropos PlayStation. Meine PlayStation 3 ist gestern kaputt gegangen. Beziehungsweise sie hat keinen Sound mehr. Oder mein Fernseher ist kaputt, weiß ich nicht. Eins von beiden. Ich hab noch Bild von der PlayStation, aber sobald ich Sound haben will, geht das nicht mehr. Also entweder ist mein HDMI-Kabel kaputt, was aber auch nicht sein kann, weil ich das ausgetauscht hatte und das ging trotzdem nicht. Oder mein Fernseher spuckt einfach keinen Sound mehr aus. Gar kein Plan. Auf jeden Fall mega nervig. Hey, meine Möhren sind fertig. Cool. Klung, Flasch, Klung. Kann man aus den Möhren eigentlich wieder Samen machen oder so? Haben wir Königsdinger hergestellt? Ich glaube schon. Guck mal, wie viel Zeug hier auf dieser Insel einfach ist. Hier muss auf jeden Fall so ein Bergbaulaser hin. So. Ach, da sieht man sogar den Radius. Das ist ja interessant. Dann steht er, glaube ich, da ganz gut. Der baut das jetzt automatisch ab. Und dann sammeln wir das irgendwann auf. Okay, nice. Wir haben auch richtig viel Geld. Ich glaube, wir kaufen uns gleich mal eine neue Insel. Lass mich durch. Ich brauche das Geld. So. Ja, Leute, wir haben 4000 Geld. Dann sagt mal, welche Insel ihr haben wollt. Wir hätten zur Auswahl die 1950er Insel. Wir hätten hier, da 3360, 1920, 3040, 1080, 2700 und so weiter und so fort. Wir können uns echt fast jede Insel leisten. HDMI, Sir Sora. Ich habe auch 2 verschiedene HDMI-Stecker ausprobiert vom Fernseher. Also ich denke, das ist eher der Fernseher statt die PS3. Nee, das ist eher die PS3 als der Fernseher, so rum. Weil ich halt 2 HDMI-Dinger ausprobiert habe. Ist auf jeden Fall mega sad. Wurden ja auch die ersten Sachen jetzt von der PS5 schon rausgebracht, gell? Also die haben da erste Infos gegeben. Und dass das irgendwie bei Spider-Man die Ladezeiten von 15 Sekunden auf nicht mal eine Sekunde runtergegangen ist oder so. Schon mega krass. Bin mal gespannt, wie teuer die dann wird, wenn die wirklich so viel besser wird. Okay, 2 Leute haben 1150 gesagt, dann wird sie 1950er. Und die war wo? du nicht. Wo war die denn? Da! Das ist eine lame Insel, Leute. Wieso holt ihr denn so eine lame Insel? Wir brauchen wieder viel zu viel Essen die ganze Zeit. Wir müssen uns dringend mal um irgendwas mit Essen kümmern, dass wir automatisch Essen bekommen. Sonst verhungern wir hier bald. Obwohl es da wohl auch noch eine Errungenschaft gibt. Wenn man muss irgendwie 5-mal sterben in diesen Spielen und dann gibt es eine Errungenschaft. So, schauen wir uns die neue Insel an. Und anscheinend gibt es auf dieser Insel einfach gar nichts. Geil. Da kommen bestimmt Gegner raus, wenn man das Ding hier kaputt macht. Oh Gott, die brauchen ja mega lang. Da kommen locker gleich 10 Gegner auf einmal raus oder sowas, wenn man den kaputt haut. Ich habe ein bisschen Angst. Aber solange wir noch ein bisschen was zu essen haben. Oh Gott. Abstand halten, hinter Baum verstecken.
Ja, okay, da kommt nur ein so ein großer Typ raus. Ist ja super lame. Ja, der kann ja nix. Ja, RIP. Wir kriegen sogar Kisten dafür. Alles klärchen. Klusch, 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 klusch. Ich hab da kurz Talent im Discord, das stimmt. Da können Fanarts und alles mögliche gepostet werden. Hey, was ist das denn für eine super lame Insel hier? Naja, wir haben zumindest eine zweite Insel, wo wir Sachen drauf bauen können. Das ist doch ganz nett. So, was ist hier Schönes drin? Ach stimmt, wir haben ja noch so eine blaue Kugel. Sollten wir vielleicht auch mal einsetzen. Was sollen wir uns holen, Leute? Mehr Leben, mehr Angriffsstärke? Mehr Angriffsstärke finde ich eigentlich ganz cool. Oder mehr Ausdauer oder ein Levelaufstieg. Obwohl ich Level jetzt halt noch nicht machen würde. Weil das relativ schnell geht zurzeit. Herzen. Ich bin auch eigentlich immer für Herzen. Weil man die sonst halt durch nichts bekommt. Level bekommt man halt so mit der Zeit. Energieerhöhung bringt nicht so viel, weil man trotzdem immer wieder essen muss. Leben und Ausdauer. Ja. Wir haben ja drei Stück von den Dingern. So, Ausdauer. Und nochmal Leben oder nochmal Ausdauer? Oder sollen wir mal ganz crazy sein und mehr Schaden machen? Ich glaube, das wird halt auch noch später wichtig, permanent Schadenserhöhung. Weil es halt Bosse gibt. Dass man die nicht 8000 Mal anschlagen muss. Wollen wir mal... Wir gehen mal auf Schadenserhöhung, oder? Na gut, Energieerhöhung. Whatever. Diese Insel ist eigentlich perfekt für so ein Mineralvorkommen, oder? Was wir noch nicht haben, weil wir das nicht freigeschalten haben. Aber sonst... Das ist ja einfach eine leere Insel. Fände ich eigentlich ganz gut, die Idee. Königszeug, meintet ihr, ne? Soll ich noch machen? Königskleidung, dafür brauchen wir Leder und Fäden. Das sollte eigentlich easy peasy gehen. Jetzt brauche ich dann auch eigentlich mal eine zweite Nähstation. Die wird ja wohl nicht so teuer sein, oder? Zwei Fasern? Die habe ich doch. Easy. So. Nee, keine Schmiede. Eine Nähstation. Kommt einfach daneben. Easy peasy. Huch. Hä? LOL. Guck mal, ich habe hier so einen Stab. Wo hab ich den denn her? LOL. Kämpft der jetzt für mich? Nee, hä? Toll, ich kann Sachen spawnen, die mich dann selber angreifen, oder was? Was ist das denn? Das ist ja richtig dumm. Okay, ich hab einen komischen Stab, der diese komischen großen Cloud-Strife-Dinger spawnt. Überhaupt Knochendinger. Okay, also damit kann man Knochen farmen. Das ist ganz toll. Oder so. Hä, wie unnötig. Whatever, Leute, whatever. Können wir auf jeden Fall noch ein paar von den Brücken hinbauen. Auf diese Insel muss auch noch irgendwas. Also mit diesem Wildwuchs, da müssen wir auf jeden Fall irgendwas gegen machen. Dass er automatisch abgebaut wird oder was auch immer. Oder dass da einfach gar keine Natur mehr ist. Mega krasser Levelaufstieg schon wieder. So, dann holen wir uns jetzt auf jeden Fall die Verstärkung für den Laser. Laser. Dann bauen die nämlich schnell ab und dann ist alles cool. Wenn du Schadenskills, baust du auch schneller ab. Ja, guck. Mega gut. Oh, guck mal, hier oben links sind wir jetzt fertig mit den Skillpunkten. Okay, krass. Und apropos Laser, die sollten wir jetzt ja auch überall auf jeden Fall nochmal hin... Wow. Überall hinbauen. Okay, das wird mich jetzt mega erschrecken. Jedes Mal, wenn hier irgendwas kaputt geht durch die Laser, vibriert mein Controller. Das ist mega strange. So, da Bergbaulaser. Einen können wir auf jeden Fall noch bauen. Ja, einfach hier in die Mitte, würde ich sagen, ne? Der baut ja alles Mögliche ab. Dann leveln wir jetzt einfach hier passiv die ganze Zeit rum. Oh, okay. Müssen wir bald überhaupt gar nichts mehr machen. Dann können wir uns einfach nur um die Dungeons kümmern und dann geht's uns richtig toll.